Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Blasphemous 1 Video auf meinem Kanal. In diesem Video geht es darum, wie man am schnellsten Geld farmt. Wir befinden uns hier, ich öffne mal die Karte, hier unten bei dem Knoten der drei Wörter, laufen von hier aus dann rechts durch in diesen Gang hier und da machen wir unsere Punkte. Was man dazu braucht, ist folgendes. Einmal hier in den Schrein gehen, Option Inventar. Und zwar einmal hier Herz des Heiligen Reinigung. Das verhindert, dass ihr Gallenflaschen einsetzen könnt, aber bekommt mehr Tränen. Des Weiteren benötigt ihr diese Kugel, Zarabanda. Das ist eine Fähigkeit, mit der wir die Gegner töten. So, wir laufen einfach nach rechts hier durch. Durch die erste Tür. Hier die Dinger hier mitnehmen, möglichst ohne Schaden. Und bei dem ersten Gegner hier blocken wir. Der muss am Leben bleiben. Okay, das war wohl zu viel Schaden. So, bei dem hat es ganz gut funktioniert. Jetzt machen wir die Ladies hier noch weg. Habt ihr euch so gedacht, hä? Nochmal die Kugel aktivieren. Den hierher kommen lassen. Da rattern die Punkte wieder nach oben. Und weiter rechts ist jetzt noch ein Gegner. Den holen wir jetzt auch. Gehen wieder hier hoch. In die Ecke. Kugeln machen. Und da rattern die Punkte. Und das Ganze war es auch mit dem Video. Wenn man das Ganze noch verfeinert, könnte man den ersten damit auch noch wegholen. Der muss dann aber rot leuchten für den Finisher, was bei mir jetzt nicht geklappt hat. Das ist meistens immer nur Zufall anscheinend. Und da kann man auch nochmal 6000 Punkte rausholen. Das Ganze war's mit dem Video. Ich farme noch ein bisschen weiter. Haut rein, bis zum nächsten Mal und bye bye.